Es ist das Ausgangsmaterial für unsere Sensen, deutscher Bandstahl, Kohlenstoffstahl mit einer speziellen Rezeptur. Der Rohling für die Sense, da werden die Zähne zurechtgeschnitten, der ist etwas zu lang, der wird dann zurückgespitzelt, heißt das bei uns. Da ist schon die Hamme abgebogen und die Warze geschlagen worden, die Verdrehsicherung. Und das ist schon der Arbeitsgang Breiten. Da wird die Sense mit 1200 Grad erwärmt und der Heizer biegt die Sense vor, je nach Form, und übergibt sie sozusagen dem Breiter. Und das Blatt wird in mehreren Hitzen gebreitet. Das ist die erste Hitze sozusagen. Reines Freiformschmieden. Man braucht eine ruhige Hand und ein gutes Auge für die Form. Hier wird die zweite Hitze gebreitet, wird der Bord in seine Breite gebracht. Fertige Sensen nach dem Breiten sieht man da. Das ist jetzt das Abrichten. Da wird dann die gebreitete Sense wird hinten der Rücken aufgestellt. Das ist für die Steifigkeit ganz wichtiger Arbeitsgang. Und das Blatt wird dann noch zusammengehämmert, damit es die Bombierung erhält und ganz eben wird. Das ist ein kleiner Auszug aus unserem Programm. Das ist Zeichnet Dros Leiten aus. Und das ist schon der Arbeitsgang nach dem Härten. Das Blatt wird sozusagen geglänzt, hell gemacht, die ganzen Schläge kommen heraus und Zunder, was man noch sieht. Und dann erfolgt das Ziertupfen bzw. Weizkorntupfen rein zum Versteifen des Blattes, damit eine Verdrehsteifigkeit vorhanden ist, was sehr wichtig ist beim Mähen. Da wird die Bombierung eingearbeitet und auch wieder das Blatt eben gemacht. Und das ist schon das Scharfdengeln. Das ist einer ganz wichtiger Arbeitsgang, weil mit dem mähen wir dann. Der erste Maht kommt von dem. Und das ist einer der letzten Arbeitsgänge und das ist das Richten. Das erfolgt von Hand mit einem relativ schweren Hammer mit 1,7 Kilo, damit die Sense das Gestell erhält. Und jede Sense hat ein etwas anderes Gestell. Dazu gibt es auch Vorgaben. Und das wird rein von Hand hergestellt. Das Tauchen der Hamme in verschiedenen Farben, je nach Kundenwunsch, machen fast ausschließlich Frauen. Und dann fast die fertigen Sensen. Letzten Endes werden sie noch etikettiert, Schneidschutz aufgezogen und dann werden sie noch gewickelt in Zellophan. Ja, versandfertige Sensen sieht man da mit den Würfen. Und da sieht man ein kleines Repertoire von den Sensen. Senssicheln, Blattsicheln. Und da ein kurzer Überblick in unserem Handverkauf, wo die Sensen überall hingehen, was man alles schon gemacht hat in Rosleiten. Nordamerika, Südamerika. Alle möglichen Sensentypen.